Und die Piazzetta ist was ganz Besonderes, ein Straßenkünstlerfestival, wie man es eigentlich eher von Großstädten kennt. Und das ist hier mitten in der Provinz, mitten in Bassum, das ist hier was ganz Besonderes, dass die Leute auch tatsächlich aus dem Umkreis kommen, sogar aus Bremen, kommen Menschen hierher, um eben dies zu erleben. Internationales Straßenkünstlerfestival, dafür fährt man sonst nach Linz, nach Hamburg oder nach Berlin. Die Piazzetta gefällt mir total gut. Ich bin das erste Mal da und es ist so eine wunderbare Stimmung. Es ist großartig. Hinter mir spielt gerade ein Walking Act. Die Jazzpolizei heißen die, glaube ich. Und eben habe ich das erste Akrobatenduo gesehen, die an Seilen hingen miteinander. Und es war nicht nur akrobatisch eindrucksvoll, sondern es war auch so poetisch romantisch. Es war einfach wunderschön. Ich habe den Tag hier sehr genossen. Ich kann mich persönlich für Jonglieren begeistern und das war auch eine der Beweggründe, hierher zu kommen, weil hier einfach tolle Künstler sind, von denen man noch viel lernen kann und die einfach schön sind anzuschauen. Die Künstler haben super tolle Sachen aufgeführt, so akrobatisch, so mitreißend. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Hallo, ich bin Nadine aus Bassum, 30 Jahre jung und ich war auf der Piazzetta gerade. Das war super schön, alle Auftritte haben mir sehr, sehr gut gefallen. Der letzte Auftritt aus Kenia, das war mein Favorite. Ich kann das nur jedem Besucher empfehlen. The audience is wow. And I had a lot of fun actually playing here today. Für mich selber persönlich war das sehr spannend und aufregend, dass ich dann selber auf die Bühne gezogen wurde, gerade bei meinen Favoriten. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ganz, ganz toll war das. Ja, es war ein schöner erster Piazzetta-Tag, trotz des Wetters, was uns ja leider zwischendurch den ein oder anderen Schauer beschert hat. Aber dennoch, denke ich, waren ziemlich viele Zuschauer da. Für einen Samstag, der sonst weniger besucht ist, war es sehr gut. Für die Kinder hatten wir ein tolles Programm, das war sehr gut genutzt. Die Kinder hatten Spaß und ich habe viele zufriedene Gesichter gesehen. Ich habe positive Rückmeldungen zu den Shows bekommen und wir freuen uns jetzt hier auf eine tolle Stelle, die Notte. Wir hoffen, dass es hier trocken bleibt und die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer sind schon da. Also ich bin mit meiner Familie und noch Freunden von uns hier und wir wollen uns das halt angucken. Das Schöne an der Piazzetta ist der Zusammenhalt internationaler Künstler, die hier auftreten, die von weit anreisen und es ist einfach super, dass die hier in die Stadt Bassum kommen und für die Bassumer und umzu etwas Tolles darbieten. Ich bin Dino Lampa, ich bin Artist hier für La Piazzetta in Bassum. Für das zweite Mal, ich war schon vor 5 oder 6 Jahren hier. Und ja, ein bisschen mein Background. Ich mache diesen Job seit 40 Jahren schon. Ich habe studiert als Sportlehrer. Und dann habe ich angefangen, alternative Projekte mit Kindern zu machen, das Spiel des Clowns und so langsam, als ich mein Diplom hatte. Ich war an dieser Kreuzung, ob ich ein Sportlehrer werde oder ein Artist, habe ich für Artist gewählt. Und in den letzten 40 Jahren habe ich nie bereut. Und ja, jetzt bin ich hier in Bassum für ein wunderschönes Publikum spielen. Ein Publikum, das vor allem, wie vorher erzählt habe, nicht wegrennt, wenn es regnet. Bleiben die da hartnäckig, das ist bewunderwert. Hallo, wir sind Duo Tovaric und wir sind das zweite Mal hier in Piazzetta und wir sind sehr, sehr glücklich, wenn wir haben noch eine Einladung, weil die Publikum ist sensational, immer hat eine gute Stimul und Energie und jedes Mal, wenn wir machen unsere Sache und Akrobatik und fantastico. Fantastisch. Und wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden, wenn wir haben den zufrieden. Die Möglichkeit für noch einmal hier unsere Show machen. Wir sind sehr zufrieden. Ja, das Wichtige von der Show ist lauter ist der Publikumgewinn. Weil die Technik, die Akrobatik und alles kannst du immer lernen, aber die Stimul mit der Verbindung mit der Audience, das ist die Schwierige von der Straßenshow machen.
Ich war erstaunt, wie euphorisch die Leute heute Abend waren, obwohl es geregnet hat. Es sind viele da geblieben, sind nicht weggegangen, haben eisern ihre Schirme rausgeholt, ihren Poncho übergezogen und haben gesagt, wir gehen nicht, wir gucken uns alles bis zum Schluss an. Es war ein langes und ein tolles Programm. Und bis zum Schluss, und ich war kurz vorm Schluss dran, war die Stimmung riesig. Also es war wirklich erlebenswert. Das ist durch einen Livestream nicht zu ersetzen. Man muss es live gesehen haben. Also wir sind gleich noch nach der Show zum Essen unterwegs. Freue mich tierisch drauf, mit allen mal einfach zu quatschen wieder und zu gucken, wie es denn ergangen ist in den letzten Jahren. Wir schlafen hier in der Freudenburg. Ist wirklich sehr schön. Wir haben flauschige Bademäntel und dicke Handtücher. Ich habe die kaum in den Koffer reingekriegt. Und wir würden uns freuen, wenn wir wieder hier hinkommen, denn dieses Jahr ist das 10. Mal, alle Künstler aus den letzten 10 Jahren sind hier schon mal gewesen, also die Besten wurden wieder ausgesucht. Ich bin neu dabei und ich freue mich tierisch, dass ich es geschafft habe, hier hinzukommen. Also Piazzetta für mich seit neuestem eine Entdeckung. Ich hätte nie gedacht, dass ein Festival so toll organisiert vom Rathaus unterstützt wird, von der Stadt unterstützt wird, von vielen Sponsoren unterstützt wird. Und was für tolle Künstler aus aller Welt hier kommen. Aus ganz Europa sind Leute da, aus Südamerika sind Leute da, um hier aufzutreten. Und das ist eine tolle Leistung von allen, die das organisieren. Piazzetta, unbedingt hingehen.